Selbsttest Erleuchtung. Heute möchte ich euch gerne über meinen Selbsttest zur Erleuchtung erzählen. Begonnen hat es damit, dass ich eigentlich in einer Depression war, mich überhaupt nicht gut fühlte. Es war irgendwie alles zusammen, es war viel zu viel, es war die Umweltverschmutzung, dass ich das Gefühl hatte, wir entwickeln uns in eine falsche Richtung, es gibt so viel Leid, Naturzerstörung, Probleme am Arbeitsplatz, zu viel Stress, zu viel Druck, zu wenig Ruhe, zu wenig Zeit, dann Streitigkeiten in der Familie oder zumindest Uneinigkeiten, Auseinandersetzungen. Und dadurch wurde mir alles irgendwie zu viel und ich rutschte in so eine Depression hinein und hatte dann eineinhalb, zwei Wochen Urlaub und beschloss nun, es muss etwas geschehen. Und ich versuchte mich ausschließlich mit positiven Dingen zu beschäftigen in dieser Zeit. Das hat begonnen, dass ich aus dem Internet Informationen gesucht habe, die ausschließlich positiv waren, die die Welt betreffen, was sich tut in der Welt, was es für Veranstaltungen gibt, die den Planeten schützt, dann was es für Möglichkeiten gibt, schon in der Forschung über das Elektroauto, Wasserautos, den neuesten Stand, was es für alternative Behandlungsmethoden gibt, ohne diese Nebenwirkungen der Medikamente miterleiden zu müssen. Und auch, ja, was es für Möglichkeiten zur Meditation gab und so weiter und so weiter. Außerdem meditierte ich jeden Tag und ich hatte ein gutes Buch, ich glaube McKenna heißt er. Und das hatte besondere Übungen zur Motivation. Und zwar, wie man sich motiviert. Und ich versuchte mich auf Glückseligkeit hin zu motivieren. Zuerst hatte ich gar nicht die Absicht noch, mich zu erleuchten. Ich wollte einfach nur mich besser fühlen. Ich wollte dieses quälende Gefühl, diese Unruhe, die ich ständig hatte, diese Gedanken, dass die Welt so schlecht ist, dass es keine Hoffnung gibt, wollte ich bearbeiten und verbessern und mich besser fühlen. Und tatsächlich, ja, war es dann aber ein Selbsttest zur Erleuchtung. Und es ging dann so weiter, dass ich diese Übungen machte. Das war so, dass ich mir Glückseligkeit vorstellte an allen Orten, an denen ich mich aufhielt während meines derzeitigen Lebens, also zu Hause, Glückseligkeit im Zimmer, im Wohnzimmer, im Garten und wie ich mich fühlte, wie die Menschen dort lebten, wie sich die Menschen dort fühlten, dann am Arbeitsplatz, wie glückselig ich war. Also ich rutschte richtig in so Tagträume hinein, stellte mir vor, wie glückselig ich war, verband das auch mit Vögeln, also dass ich mich als Vogel vorstellte, diese Freiheit und diese Glückseligkeit wirklich spürte. Und aus dem Buch die Übungen machte ich auch, dass ich mir Glückseligkeit laut, dass das jemand schrie, dass das an der Wand stand, in Neonfarben, groß, dass es am Teppich drauf war, dass es die Blumen herumposaunten, dass Feen es uns mitteilten und ganz in grellen Farben an Tafeln schrieben. Und diese Übung machte ich wirklich mehrmals täglich, eben für zwei Wochen lang circa. Und außerdem schaute ich, dass ich alles vermied, was nur irgendwie negativ war. Also ich schaute kein Fernsehen, ich las keine Zeitungen, ich las keine negativen Bücher. Ich konnte wirklich komplett meine Gedanken kontrollieren. Ich schaffte es. Alles, was mich ablenken konnte, irgendwie konnte ich ausschalten. Und lebte dann, ja, es wurde mir wirklich einfach immer ein bisschen besser. Und ich versuchte dann auch eine Behandlungsmethode, die ich im Internet gefunden habe, auszuprobieren.
und dürfte wohl das. Und dürfte dann auch wirklich eine sehr gute Behandlung gefunden haben, wo die Behandlerin wahrscheinlich wirklich dieses Talent hatte, diese Fähigkeit, auch wirklich etwas zu bewirken in einem anderen Menschen. Und dieses positive Gefühl, das ich hatte, verstärkte sich dadurch. Und ja, also tatsächlich war es so, dass ich dann in so eine Art Erleuchtungszustand kam. Ja, mitverantwortlich war wahrscheinlich auch, dass ich mich sehr viel mit Atlantis auch beschäftigte, weil ich einfach neugierig war und wissen wollte, wie fühlten sich die Menschen damals in Atlantis, wie mussten die sich gefühlt haben, wie konnte das Leben dort ausgesehen haben, wie konnte es stattgefunden haben, wie stark waren die Energien dort, wie konnte die Natur aussehen, welche Farben konnte sie haben. Und ja, dadurch außerdem, ich stellte mir einfach vor, dass Atlantis Glückseligkeit, pure Glückseligkeit war bei allen Menschen. Und dadurch, das musste wahrscheinlich auch ausgelöst haben, dass ich dann in wirklich so eine Art Erleuchtungszustand gekommen bin. Und es ist wirklich unbeschreiblich. Also mir fehlen einfach die Worte, wie ich es beschreiben soll. Am ehesten ist zu sagen, dass es so einfach ja, ein neuer, interessanter Bewusstseinszustand war, in dem ich sehr so eine besondere Aura um mich fühlte, also so eine goldene Schutzhülle, und in der ich total aufgehoben war, geborgen war, Schutz fand. Aber ich fühlte mich überhaupt nicht schutzbedürftig, sondern ich fühlte mich wahnsinnig stolz, glücklich, glückselig auch. Genau dieses Gefühl, das ich mir lange vorgestellt habe, fühlte ich mich glückselig. Ja, da fällt mir noch ein, mitverantwortlich war vielleicht auch das Video Die Macht der Gedanken, das ich mir anhörte und dadurch wirklich dann anfing zu glauben, dass meine Gedanken wirklich sehr viel Macht hatten und dass es wirklich extrem, also wirklich extrem wichtig ist, was man denkt den ganzen Tag, wie man denkt. Und es war so, dass ich eigentlich alle Wünsche, ich hatte das Gefühl, dass sich alle Wünsche auf mich zubewegten. Also ich versuche das jetzt noch genauer zu beschreiben. Ich wünschte mir etwas und schon hatte ich das Gefühl, dass es jeden Moment eintreten kann. Und das fing zum Beispiel an, dass ich mir vorstellte, einen Parkplatz zu finden und mir vorstellte, wie ich den finde, wie ich mich glücklich fühle. Und tatsächlich habe ich dann immer einen Parkplatz gefunden, mit fast ohne Suchen. Und ja, man versteht es nicht, es ist fast unbeschreiblich und dennoch erlebt man es so. Und man erlebt es so, wie man es erleben möchte. Zum Beispiel habe ich mir in der Arbeit gewünscht, Hilfe zu bekommen und tatsächlich kam dann eine Kollegin und bot mir ihre Hilfe an und davor ein halbes Jahr war überhaupt niemand, der einfach zu mir kam und mir Hilfe anbot. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, oder habe ich es vergessen, ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemand in dieser Zeit Hilfe anbot davor. Oder, und ich war natürlich happy und eben wieder glückselig. Oder, was könnte ich noch für ein Beispiel euch sagen? Zum Beispiel in der Schule gab es mit Kindern ein Problem. Und das Problem begann sich sofort zu lösen. Ich dachte mir, das Beste wäre es, wenn jetzt das und das passiert. Und schon erlebte ich, dass das eintritt, was passiert. Es war nicht sofort, es war nach ein paar Tagen meistens. Aber es war so eine Gewissheit, so eine Sicherheit. Es waren überhaupt keine Ängste mehr. Das Denken war nicht mehr so, dass ich Kopfweh bekam vom Denken. Es war
ein reines, klares Gefühl. Unbeschreiblich, ohne Schmerzen. Ich erlebte Töne anders. Alles hatte so eine wundervolle Bedeutung. Ich erkannte die Bedeutung hinter allem. Es war alles wichtig und alles hatte eine Information für mich, die für mich wichtig war. Und ich betone jetzt wirklich, dass ich überhaupt keine Drogen, Medikamente oder sonstigen bewusstseinsverändernden Sachen zu mir genommen habe. Und wirklich ganz gesund gegessen habe. Also nichts, was irgendwie normales, gesundes Essen einfach. Ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass ich meine Ernährung schon auf gesunde Sachen umstellte. Also rein Naturprodukte, Kräuter mir machte, wenig aß, mehr hochwertige Lebensmittel von Biobauern, gesunde Sachen. Das spielte vielleicht auch eine sehr große Rolle. Pflanzennahrungsergänzungsmittel schon auch zu mir nahm, aber rein Pflanzen, also Magnesium oder Gerstengras in diese Richtung. Und ja, es war einfach unbeschreiblich. Dazu kam, dass ich mich fühlte wie der Mittelpunkt des Universums. Also es erfüllte mich mit einem wahnsinnigen Stolz und Freude. Und ja, ich konnte es fast gar nicht fassen. Alles bewegte sich auf mich zu und es war auch so, dass meine Gedanken wohl irgendwie andere Leute beeinflusst hatten. Also ein sehr, sehr ergreifendes Erlebnis hatte ich, dass ich abends in einen Baumkreis aufsuchte mit wirklich 6, 7 verschiedenartigen Bäumen, verschiedenen Baumarten und die sehr dick waren, sehr hoch und groß waren. Also schon vom Ansehen ein gutes Gefühl auslösten, sie zu sehen. Und ich mich dann in die Mitte stellte. Ich versuchte herauszufinden, den stärksten Punkt in der Mitte des Baumkreises, in dem ich mich am energiegeladensten und wohlsten fühlte. Und begann, mit jedem Baum in Kontakt zu treten. Ich versuchte, ihn zu fühlen. Ich versuchte, was er mir sagen wollte. Ich versuchte, Fragen zu stellen, die er mir antworten sollte. Einfach so in einem Fantasiegespräch mit den Bäumen. Und es war ein wundervolles Erlebnis. Also ich hatte das Gefühl, jeden Baum unterschiedlich zu erleben, unterschiedlich zu spüren. Von jedem Baum bekam ich eine andere Information, eine andere Hilfe für mein Leben oder einfach etwas Interessantes erfuhr ich. Und witzig war, dass dann in den nächsten Tagen ich viele Menschen hörte aus meinem Bekanntenkreis, die über Bäume redeten. Also die dann auch erzählten, dass sie mit Bäumen irgendwie geredet haben oder dass sie ein besonderes Erlebnis mit einem Baum hatten. Und ja, es kann einfach kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein, dass das innerhalb der nächsten paar Tage dann andere auch über Bäume redeten. Und für mich war das Gefühl dann so, dass ich das Gefühl hatte, es musste eine Verbindung mit diesen Menschen gegeben haben. Ich muss zu diesen Menschen verbunden sein, weil sie kurz danach das Gleiche erlebten wie ich. Und das ist mir nicht als Zufall erklärlich. Also es ist für mich, dass ein fixer Zusammenhang besteht. Ich habe davor Monate oder Jahre hat niemand über Bäume jetzt so intensiv erzählt, als wie in diesen 3 Tagen. Also es war ein wunderbares Gefühl der Einheit, dass ich mit anderen Informationen austausche, dass ich nicht bewusst Informationen austausche, aber dass es doch einen Kontakt gibt, dass,
dass diese Bauminformation zumindest irgendwie weitergegeben wurde oder übertragen oder eine, einfach nur eine Resonanz hatte in anderen Menschen. Und ja, es war einfach ein wunderschönes Gefühl. Leider war es dann so, das Ende meines Selbsttests Erleuchtung war dann, dass ich dann wieder arbeiten ging und leider dann nicht mehr nur Positives erlebte, sondern es gab wieder Stress in der Arbeit, es gab wieder viel zu arbeiten. Ich musste mich ständig mit dem Außen beschäftigen. In der Familie gab es Streitigkeiten, Krankheit, ja, im Verwandtenkreis, wo ich mich dann in das Thema einließ, wie mit dem anderen sprach über die Krankheit. Und es war dann so, dass ich dann leider dann wieder in diese Depression zurückverfiel. Und ja, es war sogar ein bisschen noch stärker die Depression. Was ich allerdings nicht weiß, ob das in direktem Zusammenhang dann damit steht, dass ich mich davor 2 Wochen so außerordentlich gut gefühlt hatte. Aber ja, das weiß ich wie gesagt nicht. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht in die Richtung hinzuarbeiten. Es ist das, was sich ja eigentlich alle wünschen. Und ich kann nur bestätigen, ich habe es erlebt, es ist was komplett anderes, es ist etwas Wundervolles. Es ist so eine Ganzheit zu spüren, eine Rotation, ein Glück, wie wichtig man ist, wie sehr man das Außen eigentlich auf das Außen eigentlich einwirken kann, wie sehr man das Gefühl zumindest hat, auf das Außen einwirken zu können. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und es ist ja das, es hat mir ein wahnsinniges positives Gefühl gegeben für meine Zukunft, also worauf ich hinarbeiten kann, dass es wahrlich Hoffnung gibt, dass ich jetzt eine Richtung habe, in die ich möchte, wo ich es sicher wieder hinschaffen möchte. Und ich glaube, dass es der Wunsch aller Menschen ist, in diesen Zustand zu kommen. Es gibt ja bereits Menschen, die diesen Zustand erlebt haben. Aus Büchern und aus Erzählungen weiß ich ja, wie das beschrieben worden ist, wie sich das eventuell anfühlen noch könnte. Und ja, es war einfach, wie ich es erlebt habe, noch besser. Es war einfach besser als diese Erzählungen oder Beschreibungen, die ich zuvor gehört oder gelesen hatte. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Mut gemacht, dir geholfen, was ich erzählt habe. Und ja, ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft, auf die Zukunft unseres Planeten. Und es gibt noch viel, viel Spannendes zu erleben und wahnsinnige Überraschungen und Abenteuer, glaube ich, wenn wir uns in die richtige Richtung weiterentwickeln. Weil wer weiß, wie es dann nachher weitergeht. Vielleicht ist das ja nur der Vorgeschmack auf noch etwas Größeres. Und ich glaube, letztendlich suchen wir alle Erleuchtung, nur das Umfeld muss auch dazu passen, dass wir in diesen Zustand kommen können. Wenn es nur Sorgen, Probleme, Angst, Not, Druck und so weiter, Leid und so weiter gibt, dann ist es, möchte ich behaupten, nicht möglich, in diesen Zustand zu kommen. Aber es gibt genügend Menschen, die sich für das Wohl und das Positive und die Zukunft unserer Erde, unserer Menschen kümmern und sich darum kümmern, dafür sorgen und sich in diese Richtung weiterentwickeln. Und ja, ich bin zuversichtlich und wünsche uns das Beste und ja, alles Liebe noch.